Seit 3 Wochen hintereinander verliere ich Geld an den Kapitalmärkten. Jetzt sozusagen die dritte Woche, in der Verlust entstanden ist in dieser Woche. Was ist da los? Wie macht man weiter? Wie geht's weiter? Wie geht man mit solchen Phasen um? Darum geht es jetzt hier kurz in dieser Ansprache. Und zwar ist es wichtig, dann seine Statistik der Strategie zu kennen. Es ist zum Beispiel bei mir so gewesen, ich hatte im Januar 6 Wochen Verlustphase, sogenannter Drawdown, damals von 8,5 Risikoeinheiten. Jetzt aktuell bin ich bei 4,5 Risikoeinheiten im Drawdown, also ungefähr die Hälfte vom Januar. Und von daher ist es auch immer wichtig zu sehen und zu wissen, was ist denn so der gängige Drawdown, der die Strategie hat. Jede Strategie hat Phasen, in der es runtergeht, in denen man Verluste macht, auch zum Teil mehrere Wochen. Und darauf folgt natürlich dann irgendwann wieder mehrere Wochen, in denen man viel, viel höhere Gewinne macht, als in den Wochen, in denen man verliert. Aber wenn man eben eine erfolgreiche Strategie hat, die regelmäßig auswertet, von daher muss man das so sehen und einfach Ruhe bewahren, ruhig bleiben, 3 Wochen Drawdown, 4,5 Risikoeinheiten verloren. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang sozusagen, sondern das ist ganz normal. Es wird immer wieder passieren, das muss man aushalten als Trader. Man hat immer wieder Phasen und wirklich mehrere Wochen, einen Monat oder eben wie gesagt 6 Wochen, in denen es runtergeht. Und von daher einfach weitermachen, die Strategie gut auswerten, ruhig bleiben und ganz normal seine Strategie in der nächsten Woche weiterhandeln. Das ist das Ziel für nächste Woche. Genau, so jetzt nehme ich euch dann gleich hier mit an den Chart rüber, zeige euch mal die vergangenen Trades, was die Idee war, wie das Ergebnis war und dann auch ein paar Marktideen für nächste Woche. Und eventuell gibt es dann auch in der nächsten Woche ein paar einzelne Trades, wie auch in dem Video von gestern oder vorgestern. Ich bin mir nicht genau sicher, S&P 500 Trade, der jetzt aktuell noch offen ist. Da werdet ihr eben auch nächste Woche dann das Ergebnis sehen, wie das gelaufen ist. Und dann sehen wir uns jetzt am Bildschirm. Bis dann. So, hier seht ihr jetzt den DAX. Das war der erste Trade von der letzten Woche, der live gehandelt wurde. Da war die Idee, den Markt short mitzunehmen, also auf fallende Kurse zu setzen, hier nach unten zu laufen. Also so ungefähr wie der Pfeil hier dargestellt ist. Einfach Verkäufe mitzunehmen. Genau, dafür bin ich dann in den Stundenchart gegangen. So, hier seht ihr den Stundenchart. Wie ihr hier seht, da haben wir schon so ein rotes Kästchen hier eingezeichnet. Also dieser Trade ist mit Verlust geendet. Ich bin hier unten eingestiegen. Ich zeige euch das mal genau schnell. So, jetzt seht ihr das, wo ich eingestiegen bin hier. In dem blauen Kästchen bin ich eingestiegen. Der Markt ist dann erst runtergelaufen, ein bisschen wieder hoch, wieder ein bisschen hoch, dann wieder runter. Das Ziel war übrigens hier unten. Hier wollte ich mit Gewinn dann raus. Aber er ist ja eben nie ganz runtergegangen. Dann ist er wieder hochgegangen und dann am Ende hat er mich hier oben mit Verlust. Genau hier, wo diese Kante ist, die Linie, da bin ich ausgestoppt worden. Und dann ist er hier noch ein bisschen, aktuell sogar noch ein bisschen weitergelaufen. Genau das war der erste Verlust im DAX. Ihr seht jetzt hier auch den Screenshot. Das sind hier die Zahlen. Und ja, genau, das war der erste Trade von letzter Woche. Und hier in diesem Markt ist es jetzt immer noch so, dass ich hier immer noch short bin, also auf fallende Kurse setze, wie vorhin eingezeichnet. Aber hier muss jetzt eben auf Stundenchart dann wieder ein entsprechendes Signal kommen, damit ich wieder neu in den Markt einsteigen kann. Genau, weil wir wissen natürlich nicht, klar kann man sagen, ja, der hatte ich ja schon ausgestoppt hier mit Verlust. Aber wenn es ja ein neues Signal gibt, das ist ja das, wenn man eine Strategie hat, hast du einen positiven Erwartungswert, zum Beispiel eine Trefferquote von 60%. 60% der Fälle gehen in Gewinn und du weißt halt, wenn du gewinnst, verdienst du 1,5 Risikoeinheiten im Gegensatz zu einer Risikoeinheit, wenn du verlierst. Ne? So, also ich rechne es immer gerne in Risikoeinheiten aus. Man kann auch Prozent sagen, 1% verlieren, 1,5% gewinnen. Aber du verdienst halt immer mehr, als wenn du verlierst. Und dann mit einer Trefferquote von über 50% bist du durchschnittlich einfach im Gewinn. Deswegen
Da wäre es ja blöd, wenn man ein Signal bekommt von einer erfolgreichen Strategie, hier dann nicht wieder einzusteigen. Genau. Wird man sehen, ob da nächste Woche ein Signal kommt hier im DAX. Dann werde ich auch wieder einsteigen. Genau das dazu. Hier im Australien Dollar, Kanadisch Dollar. Auch dasselbe. Da wollte ich auch auf fallende Kurse setzen. Also eben dann hier so nach unten. Genau, hat er auch Verluste gemacht, sind Verluste gekommen. Das zeige ich euch mal kurz auf dem Stundenchart, wie das genau war. So, hier auf dem Stundenchart seht ihr jetzt die zwei Trades. Hier war der erste Trade, da bin ich hier eingestiegen. In dem blauen Kästchen, dann ist er erstmal ein bisschen runtergegangen. Mein Ziel war dort. Ich zeige dir mal das Ziel noch. So, mein Ziel war dort. Also hier eingestiegen, der Markt ist nach unten gelaufen. Dann ist er hier nach oben gelaufen und dann ist er hier recht schnell auch in Verlust. Das war dann der erste Trade, der ist mit Verlust ausgestoppt worden. Genau, diese Strategie hat auch eine Trefferquote von 60%. Das CRV im Gewinn ist auch höher als CRV im Verlust. Das heißt, da wird dann auch werden wieder Trades gesetzt, wenn diese Strategie irgendwo im Markt eben stattfindet. Genauso hier kam dann eine zweite Strategie. Die hat eine Trefferquote von 75%. Die ist recht erfolgreich. Aber natürlich, Trefferquote von 75% bedeutet auch, dass du natürlich auch mal Verluste hast. Und genau das war jetzt in der letzten Woche mal der Fall. Da bin ich dann hier eingestiegen. Der ist erst gut für mich gelaufen. Aber ich war noch nicht dazu berechtigt, Gewinn abzusichern oder Risiko abzusichern. Das Ziel war hier unten. Also eine recht weite Strecke zum Stopp, das sieht man auch. Also wenn dieser Trade in Gewinn geht, dann geht er halt das 2, 3 oder ja eher das 3 bis 4-fache. Von dem Risiko nimmt man dann mit, wenn diese Strategie aufgeht. Und von daher mit der hohen Trefferquote eine sehr, sehr gute Strategie. Aber in dem Fall eben hier runtergegangen, hat nicht. Und übrigens hier, wo die schwarze Linie ist, hätte ich den Stopp dann enger nachziehen können, also Gewinn absichern können. Das heißt, wir waren dann hier eben noch nicht so weit, der Markt war noch weiter weg, ist dann wieder nach oben gelaufen und hat mich hier dann ausgestoppt. Das ist auch so ein Ding, wo man dann einfach ruhig bleiben muss, weil man sieht, er hat mich hier ganz knapp ausgestoppt, der ist kurz hier hoch drüber gegangen und dann ist er gefallen und wieder in Gewinn gelaufen. Und man könnte sich jetzt halt total aufregen und so, oh, so ein Scheiß und so, so knapp und voll ärgerlich und so. Natürlich ist es ärgerlich, aber kann halt einfach auch mal vorkommen. Ja, man sieht aber auch, der Markt ist dann auch nicht von dort, also nach diesem Schuss, wo er mich rausgestoppt hat, eben auch nicht signifikant nach unten gefallen, sondern ja, nach unten gefallen, aber er ist dann auch wieder hochgezogen, fast wieder auf das Level und bewegt sich jetzt da oben rum. Von daher, ja, ist alles gut, also er hat mich da ausgestoppt und er kann aber jetzt immer noch einfach weiter hochlaufen. Ja, genau. Also das waren auch zwei Verluste in der letzten Woche hier in diesem Markt. Da wird man jetzt sehen, in diesem Markt nächste Woche könnte ich zwar jetzt schon auch nochmal Verkäufe machen, da wir hier die EMAs short sind. Das ist wichtig für mich. Also die rote unter der grünen EMA ist. Das bedeutet, ich setze dann auf fallende Kurse. Das kann ich jetzt immer noch machen, weil das Bild immer noch dasselbe ist. Aber wir bekommen jetzt hier so eine Art Seitwärtsphase, der Markt bewegt sich so seitwärts rum. Er hat hier so zwei Kanten. Zeichne ich gerade mal. Hier sieht man jetzt die zwei Kanten. Also wir haben oben so einen Deckel, wo der Markt immer wieder hinstößt und unten eine Marke auch hier. Und das ist hier so eine Seitwärtsphase, wo sich der Markt einfach so hin und her bewegt. Sieht man ja auch. Ne? Der gibt erst hier nach unten, dann geht er wieder hoch. Na, er bewegt sich hier in diesem Korridor. Und da möchte ich jetzt nächste Woche nichts machen, solange der Markt hier weiter sich irgendwie so hier rumbewegt. Das kann jetzt hier einfach weitergehen. Da möchte ich dann nicht handeln. Das heißt, ich möchte erst, wenn der Markt hier oben rausbricht und dann mir ein neues Signal gibt. Genau, oder der Markt bricht dann eben hier unten raus und gibt mir dann hier vielleicht ein neues Signal. Wie auch immer das sein wird, dann kann ich handeln. Aber solange es hier in dieser Zone ist, möchte ich da nicht handeln. Das heißt, das wird eher unwahrscheinlich, dass dort nächste Woche ein Trade stattfinden wird. Dann gab es hier noch den vierten
Trade in der letzten Woche. Das sehen wir hier auch auf dem Tageschart auf der größeren Zeiteinheit. Die EMA sind short geschnitten, also die rote unter der grünen. Das bedeutet wieder genau dasselbe wie vorhin auch. Ich setze hier eben auf fallende Kurse. Genau, das sehen wir jetzt auch gleich, ob er das gemacht hat oder nicht. Dafür gehen wir dann wieder auf die kleine Zeiteinheit, der Stundenchart. Genau, in dem Fall zeige ich gerade mal schnell ein, wo ich eingestiegen bin. So, jetzt hier seht ihr, wo ich eingestiegen bin. Hier an dem roten Punkt, hier in dem blauen Kästchen, bin ich eingestiegen. Hier war mein Stopp. Wenn der Markt nach oben gegangen wäre, wäre hier ich im Verlust ausgestoppt worden. Und hier war mein Gewinnziel. In dem Fall war es ein Gewinner. Der ist hier nach unten gelaufen. Ihr seht jetzt hier dann auch den Screenshot für den Gewinn. Ja, genau, ihr seht jetzt hier den Screenshot von dem Gewinn, von dem jeweiligen Trade. Ja, genau. Genau, hier war die Idee. Eben, wir hatten hier einen schönen Schub von hier oben bis hier runter. Also hat schön hier abgebaut. In Verbindung mit dem Tageschart, wie vorhin gesagt, wollten wir auf fallende Kurse setzen. Und ich möchte dann eben sehen, dass der Markt einen Schub nach unten macht. In dem Fall war es die zweite Strategie. Immer wenn diese zwei, die rote, der grüne immer näher kommt, die sich also immer enger werden, wie man hier auch sieht. Und da möchte ich eben hier so eine Art dreiwelliges Strukturmuster sehen. Einmal hoch, einmal runter und dann wieder hoch. Und dann direkt bei der roten EMA lasse ich mich einstoppen. Es muss immer langsam nach oben gehen, wie es zuvor von hier runter gemessen gefallen ist. Ein bisschen viele Pfeile drin. Genau, also hier sind wir schneller, von dort sind wir schneller gefallen als hier wieder zurückgekommen. Hier eingestiegen und dann ist der Markt auch gleich für mich gefallen, wieder ein bisschen hochgegangen und dann tatsächlich durchgebrochen. Genauso, das ist so die Idee dahinter gewesen. Und der ist natürlich noch weiter gefallen, das stimmt. Man könnte jetzt sagen, ja, da hätte man ja noch mehr rausholen können. In dem Fall schon, aber durchschnittlich ist es halt dann wieder nicht so. Er hätte nämlich auch in dem Fall, in dem Moment, wenn er hier mich im Ziel mitgenommen hätte, hätte er einfach auch wieder gleich hier hochgehen können nach oben und mich dann auch wirklich ausstoppen zum Beispiel. Ne? Hätte ja sein können und nicht weiterlaufen. Das weiß man ja vorher immer nie. Aber durchschnittlich weiß ich eben, dass wenn ich hier aussteige, ich am meisten mitnehme, wie wenn ich immer mehr hoffe, dass ich mehr Gewinn bekomme. Weil wenn ich halt hoffe, dass ich mehr Gewinn bekomme, werde ich halt auch öfters mit Verlust ausgestoppt und nicht so oft diesen weiteren Gewinn sozusagen werde ich dann nicht so oft mitnehmen. Genau, das waren die Trades von der letzten Woche. Hier die Ergebnisse. Genau, die Ergebnisse habt ihr alle gesehen von den jeweiligen Trades. Und jetzt zeige ich euch noch kurz ein paar interessante Märkte, die ich nächste Woche anschauen möchte. Nicht alle, das wäre schon zu viel, aber so zwei, drei Märkte werde ich jetzt hier noch kurz vorstellen, die Idee dahinter. Und dann gibt es vielleicht auch noch in der nächsten Woche einen Markt oder vielleicht auch zwei Märkte, die ich dann live zeige mit ein, zwei Videos. Genau. So, hier seht ihr den ersten Markt. Das ist der US-Dollar Schweizer Franken. Das allererste, was ich hier eben jetzt schaue, auf Tageschart. Das ist ein Tageschart, also so ein Balken, das nennt sich auch Kerze. Zum Beispiel hier. Dieser rote Balken, das ist ein Tag, ein Handelstag, also das Wochenende nicht, Montag bis Freitag. Na, immer ein so ein Balken, auch hier, das ist ein Tag. Sie hat der Tag geöffnet, hier ist der Tag geschlossen. Genau, deswegen ist es ein Tageschart. Also man sieht auch jetzt hier, wenn ich hier schaue, oder wann muss man hier? Genau, hier ist der 1. Januar 2019. Also das sind jetzt hier anderthalb Jahre sozusagen. Diese Bewegungen sind anderthalb Jahre. Genau, so ein bisschen längerfristiger Blick. Und jetzt hier sehen wir auch, was ich immer sehen möchte. Ich möchte gucken, wie die EMAs laufen. Hier sind die EMAs nach unten gerichtet. Also ich setze weiter auf fallende Kurse. Die rote ist unter der grünen EMA, wie jetzt schon öfters gesagt. Man sieht es auch hier an der Kursbewegung. Also die Kurse fallen hier langfristig. Klar, es gibt immer mal Schläge nach oben, aber wir wollen die höchste Wahrscheinlichkeit handeln und die ist hier aktuell abwärts. Und wir sehen jetzt, hier war der Markt eben vor 2 Tagen mal über der 200er EMA und allgemein halt über der roten und noch besser über der 200er EMA.
Und das bedeutet, hier kann ich auf fallende Kurse setzen. Das ist die Idee und dafür gehe ich dann aber auf Stundenchart. Und dort muss es mir jetzt eben erstmal mein Signal geben, damit ich überhaupt in den Markt einsteigen kann. So, das Signal kann sein, das ist jetzt hier schon ganz gut. Wir haben, wie jetzt auch vorhin in dem Pfund-US-Dollar-Trade, haben wir hier einmal einen Schlag nach unten. Also der Markt hat sich hier nach unten bewegt. Also er zeigt jetzt hier auf der kleinen Zeiteinheit auch schon, okay, ich möchte eventuell runtergehen. Das, was meine Idee ist, eben hier auf fallende Kurse zu setzen. Und jetzt haben wir hier mal so einen ersten Schub nach oben gesehen. Was ich jetzt hier gerne sehe, heute Nacht eigentlich, er soll noch mal ein bisschen runter und dann soll er nach oben, so ungefähr. Und dann möchte ich eben, dass hier die EMA, die Linie hier nach unten läuft. Das ist jetzt, ja, das soll die rote sein, das ist jetzt halt blau, ne? Und hier die grüne hier so läuft. Und damit das, hier wird es immer enger. Der Markt schießt hier hin. Ne, der schießt dann hier an die Linie dran und dann steige ich ein. Lasse ich mich hier einstoppen und nehme hier mit, das Ziel wäre dann schon ungefähr tatsächlich hier unten ungefähr wäre das Ziel. Hier einsteigen, der Stopp wäre dann. Also ich rechne das ja mal aus. Der wäre ungefähr hier. Hier wäre der Stopp, hier wäre das Ziel. So würde das dann aussehen. Aber der Markt muss natürlich das jetzt erst machen. Der ist jetzt hier. Der muss jetzt erstmal hier ein bisschen runter, ein paar Stunden, dann wieder ein paar Stunden hoch und dann auch hier einsteigen. Na, wenn der jetzt zum Beispiel, ich mache hier mal wieder alles weg, wenn der jetzt zum Beispiel einfach von hier, wo er jetzt ist, hier nach unten geht, dann gehe ich da nicht rein. Dann kann ich da nicht einsteigen. Dann kann es nämlich auch sein, dass hier die EMAs, die laufen dann irgendwie so weiter. So. Ungefähr. So. Und dann eben, wenn der Markt jetzt zum Beispiel dann hier irgendwie hier wieder so ein bisschen rumläuft, hier so, und dann hier reinläuft, dann steige ich nicht mehr ein. Das ist eine Regel von mir, solange die rote EMA, wenn ich verkaufen möchte, also wenn ich auf fallende Kurse setzen möchte, nicht unter der grünen ist, dann kann ich einsteigen. Das heißt, hier in diesem Bereich, komplett hier. Und dann, sobald hier die rote diese grüne schneidet, dann darf ich gar nicht mehr einsteigen. Dann ist die Strategie nicht mehr profitabel. Sie ist nur dann profitabel, wenn ich hier einsteige in dieser Zone. Ist verrückt, wenn man denkt, ja, warum eigentlich? Aber das ist tatsächlich so. Das heißt, ich muss dann eben schauen, wenn ich einsteigen will, ist die rote noch nicht unter der grünen. Genau. So. Und das ist sehr wahrscheinlich, wenn der Markt tatsächlich gleich durchfällt, dass ich dann nicht mehr reinkomme, bevor die rote die grüne EMA schneidet. Genau, das zu der Idee hier im US-Dollar Schweizer Franken. Und da jetzt zeige ich noch einen Markt und dann war es das, sonst wird das Video auch zu lang. So, jetzt hier das zweite Beispiel. Dieses Mal genau andersrum wie im US-Dollar Schweizer Franken gerade erklärt. Dieses Mal haben wir nämlich einen Aufwärtstrend. Das bedeutet, die rote EMA ist über der grünen. Das heißt, hier kann ich nach Kaufkursen suchen, sozusagen. Genau andersrum, vorhin habe ich nach Verkäufen gesucht, jetzt suche ich nach Kaufkursen. Ja, ganz einfach, der Markt muss zwischen den Linien sein oder unter der Linie. Noch besser, wenn er unter der Linie ist, unter der grünen EMA. Also er kann zwischen der roten 50er und der grünen 200er EMA sein. Dann kann ich hier auch schon nach Kaufkursen suchen. Aber wenn er unter der grünen 200er EMA ist, ist der Durchschnitt der letzten 200 Tage. Übrigens, die grüne EMA ist der Durchschnitt der letzten 200 Tage. Deswegen ist der hier einfach so. Der läuft immer ein bisschen langsamer als der Kurs. Genau, und der Markt ist jetzt eben unter der 200er EMA. Und das bedeutet, ich kann hier Kaufkurse suchen, gehe wie vorher auch dann wieder auf den Stundenchart. Und genau, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ja, eben nach Kaufkursen zu suchen. Wie sollte das denn ausschauen? Also jetzt aktuell wäre es noch keine Möglichkeit, irgendwie in den Markt reinzugehen. Dieses Ding hier ignoriert das einfach mal oder ich mache das mal schnell weg. So, jetzt seht ihr den sauberen Chart. Wir haben hier unten so einen leichten Boden. Also hier ist so eine Linie, so eine Marke. Hier war der Markt schon mal, jetzt ist er wieder hier an dieser Marke dran. Aktuell, wie wir jetzt wissen, wollen wir hier Kaufkurse suchen. Die erste Strategie, die möglich wäre, ist,
Der Markt muss hier erstmal hochlaufen, also über die 50er Stunden EMA hier nach oben, und dann muss er hier langsam irgendwie zurückkommen. So zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Die EMAs, die sehen dann ungefähr vielleicht dann irgendwie so aus oder so. Und der vielleicht irgendwie so ungefähr, genau. Und dann würde ich eben hier unten einsteigen wollen. Und das Ziel wäre dann hier oben, dass er hier oben mitläuft. Da, so hier wäre der Einstieg. Hier wäre irgendwie der Stopp. Und hier wäre dann das Ziel, das wäre die Idee. Das ist wieder wie immer wichtig. Das Ziel muss größer sein als der Stopp. Also wenn ich hier rausfalle, muss ich nach oben eine weitere Strecke haben. Das habe ich hier. Das sieht man hier mit dem bloßen Auge. Von dort nach dort ist es weiter, wie von dort nach dort. Das bedeutet, der Trade, es hat ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet, wenn ich verliere, verliere ich eine Risikoeinheit. Wenn ich gewinne, verdiene ich vielleicht 1,5 Risikoeinheiten. Bei einer Trefferquote von dieser Strategie muss ich gerade mal gucken. Die Strategie hat eine Trefferquote von 70%. Ungefähr 65 oder 70%. Muss man, weiß nicht ganz genau, aber in dem Dreh rum. Und im Gewinnfall hat sie immer also mehr als 1. Das heißt, sie ist auf jeden Fall durchschnittlich positiv. Genau, das ist so die Idee zu dem Trade. Das muss natürlich jetzt der Markt erstmal so machen, wie hier eingezeichnet. Genau, der kann natürlich wie immer, gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Er kann auch einfach jetzt hier unten durchbrechen, dann passiert hier gar nichts. Ne, er kann auch einfach hier oben durchbrechen, so, dann passiert auch nichts, dann komme ich auch nicht rein. Dann könnte ich eventuell die zweite Strategie handeln. Da könnten ja diese EMA-Linien dann wie auch immer so irgendwie dann vielleicht laufen oder so. Zum Beispiel, na, wenn das jetzt die so, wenn die EMA, die schneidet dann hier. Und dann könnte ich vielleicht hier dann, wenn der Markt irgendwie so läuft, der geht hier nochmal runter, läuft hier hoch und fängt dann an, irgendwie langsam runter zu korrigieren, langsam runter zu laufen. So, dann könnte ich hier unten zum Beispiel einsteigen. So, also das wäre eine Möglichkeit. Müsst mal schauen, ob das dann tatsächlich möglich ist. Weil die Bewegung hier muss natürlich wieder langsamer sein wie die Bewegung hier nach oben, je nachdem, wo ich dann einsteige. Das ist ein bisschen sehr verfeinert, vertieft wäre das in der Strategie. Wäre aber hier auch auf jeden Fall möglich, wenn es genauso passiert, wie jetzt hier eingezeichnet. Hier ganz schnell hoch, hier runter, hier schnell hoch und dann so nach unten. Könnte ich hier tatsächlich einsteigen. Das sehe ich hier mit bloßem Auge, dass das möglich wäre, weil diese Bewegung wäre dann langsamer. Genau, also so könnte dann die zweite Strategie hier auch kommen. Oder wie gesagt, vorhin die erste Strategie. Genau, so jetzt habt ihr mal grob gesehen, wie das so ausschaut. Und dann jo, wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Und dann nächste Woche wird auf jeden Fall noch das S&P 500 Video, das zweite Video, hochgeladen, wo ich dann eben zeige, wie der S&P 500 Trade, den ich gemacht habe, wie der zu Ende gegangen ist, ob der mit Gewinn oder mit Verlust rausgegangen ist, wie das ausgesehen hat, dann auf dem Chartbild, was meine Gedanken dahinter waren. Und vielleicht kommt diese Woche auch dann einen Trade, den hier von denen, wo ich hier vorgestellt habe, vielleicht auch ein anderer Markt, weil wie gesagt, diese Märkte müssen hier eben nicht kommen, das muss hier kein Trade geben. Der Markt kann eben auch was ganz anderes machen und ich komme nicht rein. Aber wenn es hier jetzt im Pfund Australian Dollar oder im US-Dollar Schweizer Franken einen Trade gibt, in den Märkten, die ich heute eben gezeigt habe, dann werde ich die auf jeden Fall bevorzugen und dann einen von den Märkten dann hier zeigen. Genau. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, dann werdet ihr eben kein weiteres Video verpassen. Ich zeige ja ganz genau meine Trades, meine Performance, also meine Wochenperformance mit Gewinnen und Verlusten und so weiter. Das könnt ihr dann einfach weiter verfolgen. Eins und eins Transparenz. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keinen Kanal, dann werdet ihr einfach benachrichtigt, wenn ein neues Video nach oben hochgeladen wird. Und ja, dann schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.